Ich ärgere mich, super enttäuscht. Also ich glaube, die Enttäuschung ist halt einfach extrem groß. Finde gerade im Moment nicht viele Worte. Also wir haben ein überragendes Turnier gespielt. Wir haben hier alles aufs Spielfeld gebracht. Ich denke, es hat super viel Spaß gemacht, uns zuzuschauen. Wir haben viele Leute in Deutschland erreicht und vor allen Dingen für uns haben wir halt einfach ein richtig tolles Turnier gespielt. Wir lagen 26, 24 vorne, es sah ziemlich gut aus. Dann ist es gekippt, wir haben dann teilweise einen Freien verworfen, dann habe ich einen Fehlpass gespielt, also so leichte Fehler, die normalerweise nicht passieren dürfen. Und die Däninnen sind dann zum Konter gestartet und haben das eiskalt bestraft. Und ich denke, am Ende waren die leichten Fehler, die wir dann wirklich in der Schlussphase gemacht haben, der Grund, warum es am Ende dann nicht für uns ausgegangen ist. Allem in allem ist das natürlich eine Enttäuschung, weil wir wollen richtig gern dieses Spiel gewinnen und wir wollen gern mehr haben. Jetzt haben wir das leider nicht geschafft und da müssen wir auch anerkennen, dass die Dänen wahrscheinlich, wie gesagt, hier kurz nach dem Spiel sage ich, dass wahrscheinlich auch das Spiel verdient gewonnen hat. Wenn man die gesamte Leistung dieser Mannschaft sieht in dem Turnier, dann muss ich sagen, sie ist von der Weltspitze soweit gar nicht entfernt. Und insofern ist ein Spiel gegen einen starken Gegner wie Dänemark natürlich auch eine gute Lerneinheit. Ich glaube, jeder hat einfach wieder gesehen, dass man mit Deutschland wieder rechnen muss. Wir haben letztes Jahr einfach schon an die Tür geklopft, jetzt haben wir die Tür aufgemacht und sind auch einen halben Schritt durchgegangen. So, und wir sind auf jeden Fall wieder da. Los! Zur Weltspitze müssen wir auch noch ein bisschen noch mehr Gas geben in so einem entscheidenden Spiel.